Ja, mit dem Schlittschuhfahren wird es heute wahrscheinlich noch nichts, aber nichtsdestotrotz lasse ich es mir nicht nehmen, einen guten Schluck Tee mit Rum oder andersrum zu trinken und dabei die Lebkuchen von Lebkuchenschmied zu schnabulieren. Herzlich willkommen zur Schnabulier-Probierzeit. Ich darf die Lebkuchen von Lebkuchenschmidt probieren. Ich glaube, zum Lebkuchenschmidt muss ich natürlich sagen, den kennt jeder. Ein großes, tolles, regionales Unternehmen. Aber Lebkuchenschmidt ruht sich nicht auf seinen Erfolg aus, sondern bringt immer wieder neue Ideen auf den Markt, neue Produkte. Und eines davon werde ich jetzt gleich probieren, nämlich die Elisen gebrannte Mandel. Und man sieht schnell, oder auch nicht so schnell, die sehen auch tatsächlich gleich anders aus. Das sind die gebrannten Mandeln, nicht nur drin, sondern auch drauf. Schau da mal her, ich beiße jetzt gleich einmal rein. Ah, bröseln ein bisschen. Richtig crunchy sind die durch diese Nussglasur da oben drüber. Und richtig lecker. Also, ich kann nur eins sagen. Wenn ich wirklich mal Schlittschuh fahre, sind die mit im Gepäck. Und mein Gold, das ist ein Rum mit Tee, andersrum auch. Ich wünsche euch was. Tschüss!